Jetzt wird's heftig, denn wir packen zusammen meine Aftershow-Konzert-Ticket-Box aus. Frag mich by the way nicht, warum das in dieser Box ist. I don't know, es hat eigentlich nichts damit zu tun. Aber ja, wir starten, Leute. Es geht los. Ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, wir fangen mit der krassesten Party an, oder? Das war für mich die MTV Europe Music Awards Aftershow Party in München 2007. Ich muss euch wirklich vorstellen, ich war richtig jung. Ich hatte keine Ahnung von Aftershow Partys. Ich dachte, das ist wie ein Konzert. Wir hatten keine Bändchen. Uns hat irgendjemand die Bändchen geschenkt, wo wir im Nachhinein erfahren haben, dass es die nicht mal original waren. Dann sind wir in diese Aftershow Party reingelaufen. Wir kamen zeitgleich mit Tokyo Hotel an. Ich war einfach so schockiert, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wirklich. Die ersten Personen, die mir entgegengelaufen sind, waren Monrose. Und ich dachte immer noch, es ist wie ein Konzert, ne? Ich dachte dann, krass, die stehen einfach vor mir, wirklich. Auch das erste Mal, dass ich dann so richtig was getrunken habe, weil es war ja auch alles mit uns auf dieser Party. Wir sind dann natürlich auch noch rumgerannt und haben dann Fotos mit Stars gemacht. Ich habe mir die natürlich auch noch ausgedruckt. Hier habe ich zum Beispiel das Foto mit Bushido. Einfach aussehe. Ja. Er hat übrigens gesagt, ob ich überhaupt schon auf der Party sein darf, weil ich sehr, sehr jung war. Oder sehr jung aussah. Also ich war auch sehr jung. Ich hätte auch gar nicht reingedurft, wenn ich ehrlich bin. Highlights sind wirklich diese gekreppten Haare und dann hatte ich so eine Krone. Kennt ihr die noch? So eine Haarkrone. So gegen 5 war dann die Party vorbei und ja, dann sind wir mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren, beziehungsweise ins Hotel. Und 2, 3 Tage später, glaube ich, war dann das Tokyo-Konzert in Essen. Bin ich dann direkt weiter nach Essen gefahren. Mama.